Ja, hallo, liebe Hörer da draußen im Sendegebiet. Hier ist euer Zwengemko aus Nordhausen und ich habe heute zwei Interviewpartner von einem Projekt hier in Nordhausen, ein Jugendprojekt, die sich am besten auch erstmal selber vorstellen. Schönen guten Tag zu euch. Ja, hallo. 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 Ja, wer seid denn hallo? Genau. Ich bin Colleen Reuss. Ich bin als Projektkoordinatorin in dem Projekt, was du jetzt schon angeteasert hast, tätig. Das heißt, ich kümmere mich so um organisatorische und finanzielle Angelegenheiten im Projekt und um Absprachen und Anliegen mit den Kooperationspartnern. Und ich habe hier neben mir meine Kollegin. Ich bin die Franziska Maulhardt. Ich bin die Sozialpädagogin im Projekt. Das heißt, ich bin für die Durchführung von Spiel- und Erlebnissen pädagogischen Aktionen verantwortlich und die Vor- und Nachbereitung dieser und auch Ferien- und Wochenendaktionen plane ich. Mhm. Und heute nicht dabei, aber sonst auch dann in den Aktionen vertreten, haben wir noch unsere Honorarkraft Matthias Daniel und einen Ehrenamtlichen und europäische Freiwillige. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Ich habe gehört, euer Projekt heißt Pinguin. Was ist denn Pinguin? Genau, unser Projekt heißt Pinguin Mobil. Das ist ein inklusives mobiles Jugendfreizeitprojekt im Landkreis Nordhausen. Der Träger ist das Jugendsozialwerk Nordhausen e.V. und wir werden gefördert von der Aktion Mensch. Und das Ganze hat am 1.1. begonnen. Ja, und wie es eigentlich dazu kam, würde euch Franzi jetzt kurz erzählen. Also, es kam dazu, der Status quo ist ja quasi, dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit oft wohnortnah verbringen wollen oder verbringen und sie weniger Möglichkeiten haben, mit öffentlichen Personennahverkehr und zum Beispiel Freizeitangebote oder Jugendclubs außerhalb des ländlichen Raums zu erreichen. Daher ist es uns halt besonders wichtig, nicht nur das Stadtgebiet Nordhausen zu besuchen, sondern auch die umliegenden Dörfer, Orte mit Aktionen dort anzubieten. Ja, wie kam es denn zum Namen Pinguin überhaupt? Habe ich ja. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Vielleicht stellst du dir einfach erstmal einen Pinguin vor. Genau, also so ein kleines schwarz-weißes Teil, was wahrscheinlich durch die Gegend läuft. Genau, ein kleines posierliches Tierchen mit Plattfüßen, Flügeln, mit denen es eigentlich nicht so richtig fliegen kann. Und der macht ja erstmal einen total tollpatschigen Eindruck, wenn er so daherwatschelt. Und dann stell dir einen Pinguin vor, der ins Wasser springt. Dann platscht es ganz doll. Genau, das platscht ganz doll und wenn er im Wasser ist, ist der Pinguin wie ausgewechselt. Ein Pinguin kann bis zu 50 km/h schnell schwimmen, bis zu 500 Meter tief tauchen. Und du merkst ja jetzt schon, das ist ein Wahnsinnsunterschied zu wie der Pinguin an Land ist. Und genau das ist bei uns Menschen auch oft der Fall. Wir urteilen ziemlich schnell, ohne zu wissen, ob wir richtig liegen. Und jeder Mensch hat genau wie der Pinguin seine Stärken und Schwächen. Und meistens sind die Stärken nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar. Und deshalb ist es für uns so wichtig, Stärken zu stärken. Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, ihre Stärken selber zu erkennen und die dann eben auch so zu nutzen. Klingt ja schon mal gar nicht schlecht. Was macht ihr denn für so Projekte mit den Pinguinen, sagen wir mal so? Ich habe es ja eben schon kurz angekündigt bei meiner Vorstellung. Und zwar halt Spielaktionen, erlebnispädagogische Aktionen, Freizeitgestaltungsangebote für Kinder und Jugendliche. Das wird meist nachmittags in den Nachmittags- und Abendstunden stattfinden oder am Wochenende und in den Ferien. Diese Termine kündigen wir dann aber auch rechtzeitig an. Richtig, ich habe dann so einen sogenannten Online-Dienstplan, wo man dann gucken kann, was für Aktionen so sind. Oder genau. Wie verstehe ich das? Also zum Beispiel von Klettern, Erlebniswanderungen, Mountainbiken, aber auch natürlich Picknicke oder Kreativaktionen wie Sprayen oder Landart. Genau, wir machen quasi das, worauf die Jugendlichen, also ihr, Lust habt. Das ist natürlich eine richtig tolle Geschichte für den Jugendlichen hier in der Region Nordhausen umzu.
Wer kann denn alles an diesen Aktionen teilnehmen? Du hast ja eben schon gesagt, Jugendliche, gibt es da eine Altersspanne, wie die Jugendlichen, wie alt sie sein dürften, mindestens und maximal? Genau, also prinzipiell können an unseren Aktionen alle Kinder und Jugendlichen teilnehmen. Wir wollen keinen ausgrenzen. Uns liegt die Inklusion im Vordergrund, also auch Menschen mit Einschränkungen, sei es durch Krankheit, Herkunft oder Sonstiges, ne, oder auch Kids und Jugendliche, die sich bis jetzt nicht so getraut haben, den anderen anzuschließen. Schwerpunktmäßig möchten wir die Kinder und Jugendlichen bis 17 Jahre erreichen. Aber natürlich, wer jetzt 18, 19, 20 ist, ist auch herzlich willkommen. Manchmal fühlt man sich auch noch jünger und oder sieht noch jünger aus und man kriegt es gar nicht so gleich mit. Ganz genau. Ja, was wollt ihr denn damit so erreichen? Das Ziel wäre mal ganz interessant. Hat es ja eben schon gesagt, Jugendliche halt von der Straße holen, aber gibt es vielleicht noch andere Gesichtspunkte? Also wir wollen halt den Jugendlichen alternative Freizeitbeschäftigung aufzeigen und ihnen und zeigen, dass man auch. Ich habe einen Faden verloren, tut mir leid. Alles gut. Genau, wir junge Menschen wollen wir zusammenbringen, also zeigen, dass Vielfalt halt was ganz Normales ist, dass jeder verschieden ist, jeder seine eigenen Stärken und Schwächen hat, wie der Pinguin. Genau, wir wollen die Vorurteile und Barrieren abbauen in den Köpfen der Menschen. Es gibt ja halt sehr unterschiedliche Jugendliche. Manch einer ist, sagen wir mal, dick, manch einer ist vielleicht ein bisschen mit der Sprache nicht ganz so dabei oder köpflich vielleicht nicht so bei, aber die wollen ja natürlich auch unter Menschen sein und dafür ist, denke ich mal, dieses Projekt gedacht. Genau, und vor allen Dingen auch so dieser Kontext, nicht nur sich selbst kennenzulernen, sondern eben auch offen zu sein, wie die anderen so sind und wie die anderen so ticken und ja, sich gegenseitig den Raum zur Entwicklung geben. Habt ihr schon die nächsten Termine so oder was die nächste Zeit so ansteht für die Jugendlichen? Jetzt kommt ja langsam der Frühling, langsam wird es warm. Was kann man denn da so machen mit den Jugendlichen oder was habt ihr vor? Ja, ganz speziell der nächste Termin, der ansteht, ist im April auf jeden Fall, sobald unser großer Kletterturm wieder öffnet. Der wird ja immer von den lieben Kollegen vom Bildungscampus mit betreut und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall. Da wird Franzi auch mit vor Ort sein. Mhm. Und ihr habt vielleicht schon mitbekommen, wir machen ja immer mal eine Watschelrunde, um auf uns aufmerksam zu machen. Das heißt, wir rennen verkleidet als Pinguine durch die Stadt und die umliegenden Gemeinden und ja, machen da ganz witzige Fotos und Videos. Und wenn ihr uns dort auf so einer Watschelrunde seht, könnt ihr uns natürlich gerne ansprechen. Könnt uns was fragen, ein Selfie mit uns machen. Also wir sind da ganz offen. Und ja, viele Informationen bekommt ihr bei uns über Facebook und Instagram auf unseren Seiten. Und ja, das nächste, was noch so ansteht, die Frühen Hilfen Nordhausen haben eine ganz tolle Aktion, die sie zurzeit ja durchführen. Die nennt sich Gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Mhm. Und auch wir werden uns da beteiligen und ja, was da dahinter steckt, erfahrt ihr auf jeden Fall noch rechtzeitig. Das ist doch schon mal eine ganz tolle Geschichte. Dann danke ich jedenfalls schon mal für das kurze Interview. Die Pinguine vom Jugendsozialwerk waren am Mikrofon mit euren Sven Gemko, der das Interview geführt hat. Ich hoffe, euch da draußen hat es ein bisschen gefallen und ich danke euch beiden natürlich, Colin und Franzi, am heutigen Tag für das Interview. Dankeschön, dir auch. Ja. Dankeschön.